Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Werksfeuerwehr Simulator. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Werksfeuerwehr Simulator. Ich bin ja wieder befördert worden zuletzt, ja. Und jetzt hoffe ich mal auf ein neues Fahrzeug. Und wir sind hier wieder in der Besprechung, wie immer, zu Beginn. Hurra, hurra. Dann gucken wir mal, was der Chef zu sagen hat. Es interessiert mich eigentlich eh nicht wirklich, der blöde Penner, aber gut. Ah, die Drehleiterfahrzeug. Dann sind wir jetzt also schon soweit. Sehr gut. Ja, komm. Lass stecken, Kumpel. Wir wollen uns jetzt das neue Auto angucken. Komm, los, lass mich in Ruhe. Ah, ja. Also, auf geht's. Ja, wer neu dazugekommen ist, und mich fragen möchte, warum ich so viele Folgen von Werksfeuerwehr-Simulator gemacht habe, dann kann ich nur sagen, diese Serie ist unglaublich beliebt. Ich weiß nicht warum. Es ist mir auch egal. Ich mache, was die Leute sehen wollen. Und da fällt mir gerade noch ein... Aha. Da haben wir wieder den Herrn Spuletti. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich glaube, das ist der Hausmeister. Guck mal, wie der läuft. Wie Mr. Bean. Ja. Auto angucken. So, Drehleiterfahrzeug. Dann bleibt mir eigentlich nur noch ein Fahrzeug wahrscheinlich, das ich noch nicht gefahren bin. Und zwar das Tirkon Superspritzgerät, oder wie das heißt. Turbolöscher, Zikon. Ja, so heißt es. Okay, alles klar. So, das ist unser neues Fahrzeug. Die sehen wir, dass ich die schon gefahren bin, weil sie alle saudreckig sind. Ja, Moment, ein RTW bin ich auch noch nicht gefahren. Darf ich auch ein RTW fahren? Naja, lassen wir das. Ja, ich wage es ja kaum zu fragen, aber... Da euch ja dieser Werksfeuerwehr-Simulator so gut gefällt, wie ist denn das, wenn das zu Ende ist? Würdet ihr euch auch noch einen Flughafen-Simulator antun wollen? Also Flughafen-Feuerwehr-Simulator, das würde mich sehr interessieren. Mache ich das jetzt am besten, damit ich am besten sehe? Ah, ah! Da haben wir eine Drehleiter-Kamera. Das ist ja sehr schön. Okay, so, fahren wir mal rückwärts raus hier wieder. Was ich aber nach wie vor blöd finde, ich kann ja nicht nach links und rechts gucken. Ich kann nicht mich umgucken. Das heißt, ich muss erst F7 drücken, glaube ich. Das ist ja blöd. Das ist irgendwie blöd. Mache ich irgendwas verkehrt nach wie vor? Naja, würde mich nicht wundern. Okay, fahren wir mal zur Übung, würde ich sagen. Wenn schon gerade nichts los ist. Da hinten haben wir unseren lustigen Übungsturm. Komm. Wer neu dazugekommen ist, wundert sich sicherlich auch, warum der Motorensound immer im Leerlauf ist. Ich weiß nicht warum. So, also. R ist Drehleiter aktivieren, glaube ich. Genau. Steige ich erstmal aus und hole mir einen Auftrag, oder? Vielleicht gibt es ja da eine neue Mission. Bergung einer Person mit der Drehleiter. Genau, das kenne ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Dann machen wir das mal. It burns. Da muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, wo die Person ist. Ah, da oben, ne? Oder? Nochmal einsteigen. Damit wir hier keinen Fehler machen. Also, jetzt habe ich es ausgedingselt. Dann habe ich ja die Kamera vorhin gesehen. Dies war die F8, ne? So, jetzt kann ich ja mit den Pfeiltasten, glaube ich, irgendwie rumhantieren. Ja, sehr schön. So, da können wir hochfahren. Ist das nicht brillant? So, und OP, die Operation, das ist dann irgendwie rausfahren, ne? Genau. Einfach eine Taste drücken und dann ist es ausgefahren. Wenn das beim Geschlechtsverkehr mal so einfach wäre. So, gut. Und dann, zack. Komme ich jetzt da hoch? Was kann ich denn eigentlich noch? Naja, jetzt retten wir erstmal den Typen, oder? Na, ist das nicht der Brüller? Es funktioniert! Ich bin ein Rettungsgott. Zack, aufgeladen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runterspringe? Kann ich das? Nein, das kann ich nicht. Das ist schade. Und wir bringen es wie immer zum RTW. Also wenn der den so schleppt, das erinnert mich ans erste Dark Project. Ich glaube, da war die Grafik ähnlich so. Rechts so eine Bitmap-Dingsbums eingeblendet. So, da. Nimm das, Fetti. Gut, alles klar. Ja, wir haben es begriffen. Wir wissen, wie es funktioniert. Jetzt muss ich das Ding wieder einfahren wahrscheinlich. Ne? Das wäre ja doof, wenn ich, den da aufgebockt automatisch. Wahnsinn. Ach komm, scheiße. Ein Stress schon wieder. Einfahren. Blaulicht an und... Ab geht die wilde Fahrt. Komm, fahr schneller rein, das Ding. Ich muss zu dem Brand. Mann! So. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ich jetzt alles kann mit dem Ding. Halt! Rum um die Kurve. Musst du erstmal hier raus.
Ich habe das jetzt schon einige Tage nicht gespielt. Ich spiele ja immer so ein bisschen auf Vorrat. Also wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt mal wieder nicht so richtig orientieren kann, weil ich es eben, wie gesagt, schon länger pausiert habe. Und ich spiele dann immer so 4 Folgen bis 8 Folgen am Stück sogar. Ja, komm. Da kommen wir noch locker rum. So. Also, der Pfeil zeigt mir ungefähr, wo ich hin muss. So ist das schon immer gewesen die ganze Zeit. Ich sag's nur immer wieder, weil ja doch hin und wieder neue Zuschauer dazukommen. Warum auch immer. So, jetzt fahre ich hier auf der Hauptumgehungsstraße. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen, dass ich dann irgendwann noch eine Einfahrt kriege. Weil sonst muss ich dann ewig rumfahren, bis ich durch den Zaun da irgendwie... Da kann ich den Zaun kann ich nicht umfahren, oder? Kann ich den umfahren? Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Nein, den Zaun kann ich nicht umfahren. Auch wenn der nicht sonderlich stabil aussieht, er ist stabil. So, jetzt muss ich doch mal langsam gucken, dass ich hier irgendwo eine Einfahrt kriege, Mann. Oder können wir einfach darüber? Ne, da geht der Zaun weiter, ne? Ah, da vorne ist erst die Einfahrt. Ja, also ich muss immer wieder sagen, es ist anscheinend taktisch gar nicht mal so klug, da außen rum zu gurken. Da fahre ich lieber innen rum. Und habe die Gefahr, dass ich mein Auto verschmutze und geht's jetzt hier rein, ne? Mein Auto verschmutze. Oder eventuell mal an einem anderen Zaunteil hängen bleib. Aber ich kann ja irgendwie dann doch so ein bisschen direkter hinfahren. Das ist mir irgendwie lieber. So, hoppeldi-bobbeldi. Rechts oben läuft die Zeit ab, wie ihr sehen könnt. Was ich immer noch nicht begriffen habe, ist, warum die Zeit anhält, sobald ich dort bin. Und nicht, sobald ich gelöscht habe. Aber das ist mir ja nur recht. Ja. Jetzt, Moment mal, da. So, jetzt, ne? Hier rum. Ah, Feuer, Feuer, Feuer. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann ja wohl wahrscheinlich auch vom Fahrzeug aus wieder löschen oder so. Kann das sein? So, jetzt habe ich wieder das doofe Problem. Halt an, Affe! Was brennt da oben? Muss ich ja hoch. Da muss ich ja richtig hoch. Das ist ja der Hammer. Das ermöglicht ja ganz neue Gameplay-Möglichkeiten hier. So, fahren wir das Ding hier mal so rum um die Kurve. Ihr seht ja rechts oben, es ist aus, das Feuer. Also ich könnte jetzt eigentlich wegfahren wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf geht's. Ich muss ja wahrscheinlich mit der Leiter jetzt da hoch, wenn mich nicht alles täuscht. Das dauert, ey. Das geht beim Cabrio aber schneller. So, jetzt dann stellen wir wieder die Cam ein hier, die Drehleiter-Cam. Und dann muss ich ausfahren. So, da müsste ich eigentlich hier hochkommen, ne? Wäre doch eigentlich logisch. Oh, ich kann sogar ins Gebäude rein. Das ist auch sehr schön. So, hier müsste das doch einigermaßen passen. So, dann steigen wir mal aus. Dann gucken wir mal, was das Ding hier so dabei hat. Schläuche, sehr gut. Brauche ich. Ich kann jetzt auch mehrfach ums Auto rumfahren, ohne dass sich der Schlauch verheddert. Das haben wir ja schon geklärt, weil dieser Schlauch WLAN-Anschluss hat. So. Und das setzen wir sicherheitshalber auch mal auf. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber... Sicher ist sicher. Und jetzt muss ich doch mal hoch können, oder? Der Brüller, es funktioniert! Es funktioniert! Kann ich eigentlich auf das Ding drauf hier? Ah ja, okay, ich kann da rein, aber ich kann nicht auf das Dach steigen. Das geht nicht. Schade. So. Ich atme jetzt nicht so schwer, weil ich irgendwie, eine sexuelle Erregung fühle, weil ich so ein großes Rohr in der Hand habe. Ich komme da nicht ganz hinter, ne? Das ist echt scheiße hier. Dreck. Muss ich von der anderen Seite auch noch löschen? Ja, ich hechle so, weil ich, Atemschutzgerät anhab. So, was mache ich denn jetzt hier? Kann ich jetzt eigentlich hier wieder direkt einsteigen oder muss ich jetzt das ganze unständige Zeug hier... Oh Mann! Dreck! Das andere Ding wollte ich eigentlich... Ach, jetzt bin ich ein bisschen chaotisch, ne? Merkt ihr schon, ne? Diese Maske wieder loswerden. So, jetzt kann ich aber nicht fahren, ne? Scheißen Dreck! Jetzt muss ich das ganze Ding erst wieder einfahren. Was ist das für ein Mist? Bin ich da nicht rangekommen von da hinten? Und es brennt fröhlich weiter. Kann ich jetzt langsam fahren hier? Also gut, dann gehen wir halt von der anderen Seite ran. Vielleicht hätte ich mir das vorher überlegen sollen.
Ach, ich muss die Taste F7 gar nicht die ganze Zeit gedrückt halten. Was erzähle ich denn für einen Humbug? So. Ach, scheiße, da oben steht ja noch einer. Ein Selbstmörder. Ich fass es nicht. Jetzt muss ich auch noch einen Selbstmörder retten. So, R. R ist schon mal gut, ne? Dann machen wir die schlaue Cam an. Ja, warum sind eigentlich immer Feuerwehrleute in Not bei diesem Spiel? Kann mir das mal jemand sagen? Auch das habe ich, glaube ich, schon diskutiert, dass es mir lieber wäre, wenn ich da mal eine scharfe Blondine retten könnte. So, jetzt gehen wir da hoch. Das brennt also noch gar nicht mehr. Das habe ich schon gelöscht, sondern es geht nur noch darum, diesen Affen da zu retten. Den Feuerwehrkollegen, der sich hier in die Todeszone begeben hat. So, wo haben wir den RTW? Den haben wir hier. So, nimm den mal. Hoffen wir mal. Ach nee, es brennt tatsächlich noch. Ich werde wahnsinnig. Was? Ach, es brennt nicht mehr. Also, ihr könnt euch auch mal entscheiden, oder? Fupp, weg sind sie. Ja, sehr schön. Das habe ich doch toll gemacht, oder? 500 fette Punkte. Jetzt fahren wir hier das Ding hier wieder ein. Ah, okay. Wenn ich F7 drücke, dann habe ich hier die Rundumsicht. Na, endlich. Das hat ja mal gedauert, bis ich das begriffen habe. Kann ich jetzt wieder fahren? Kann ich jetzt wieder fahren? Ich kann wieder fahren. So. Jetzt haben wir das alte Problem. Wo geht's nach Hause? Da kann ich ja leider auch immer nur so gefühlsmäßig fahren. Da komme ich doch raus, oder? Komme ich da raus? Nein, da komme ich nicht raus. Wo ist die scheiß Ausfahrt? Immer die gleiche Kacke, ey. Ja, dann fahren wir halt nicht raus. Draufgepfiffen! Dann fahren wir einfach so, wie immer. Wir kommen schon irgendwann nach Hause. Wobei ich es ja wahrscheinlich eh wieder nicht schaffe, dann brennt es ja gleich wieder. Ich kenne das ja schon. So, jetzt könnten wir hier tanken, ja. Das lassen wir aber, weil es ist ja noch alles schön voll. Alles schön voll, außer mir. Wäre eigentlich ganz schön, voll zu sein. Ich habe es ja mehrfach schon erwähnt, man kann sich auch Spiele schön saufen. Aber nein, nein, Alkohol trinken wir doch nicht. Das ist ganz böse. So, wie komme ich jetzt wieder nach Hause hier? War das die Richtung, die richtige? Keine Ahnung. Ich fahre halt einfach mal. Ja, musste ich doch tatsächlich den Typen retten. Vielleicht sollte ich mal die Missionsbeschreibung immer mal genau durchlesen. Da steht das ja vielleicht sogar mit drin. Und ich würde sagen, erst den Menschen retten und dann löschen. Nicht so, wie ich das gemacht habe. Das ist irgendwie so taktisch ein bisschen unklug. Ja, während dieser Fahrt hier wird das Auto ja immer schmutzig und dann soll ich es immer putzen, aber da komme ich immer nie dazu und dann schimpft mich immer mein Chef. Das ist echt ein bisschen doof. So. Na toll. Was ist das jetzt hier? Ach, ein Schild. Steht da einfach ein Schild auf der Straße? Wassertank muss ich auch nachfüllen. Habe ich überhaupt einen Wassertank? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit dem Ding so eine Außenspritze habe. Keine Ahnung. Ich mache das mit dem Schlauch. Das ist irgendwie viel näher am Geschehen. Das ist viel spannender. Interessant wird es bei Schichtwechsel. Weil dann wird mir mitgeteilt, wie viele 500 Milliarden Punkte ich noch brauche, um die nächste Stufe zu erreichen und dann endlich den Zirkonspritzer zu fahren. Oder Zirkonspritzer, so heißt er. Huch, ein Hologramm. Durch das ich wieder durchfahre. Oh, weia, hier wird es ein bisschen arg eng, hä? Ah, das geht. So, war denn jetzt hier jetzt irgendwie die Heimatbasis oder bin ich jetzt hier völlig falsch wieder? Na, egal! Da brauchen wir uns gar keinen Kopf drüber machen. Jetzt mache ich hier erstmal das Licht an. Ich sehe wahrscheinlich wieder nicht viel mehr mit dem Ding, aber egal. Ja, ich habe keine Lust, das zu lesen. Das ist mir zu doof. Ich will jetzt dahin fahren. Natürlich brauchen wir... Oh, scheiße, da ist der Zaun im Weg. Ich muss da raus, oder? Nee, komm. Das schaffen wir auch so. Wir kommen da auch so hin. Ich muss die andere Perspektive nehmen. Ich sehe so schlecht.